Ja, und hallo zurück zu einer Folge bei mir auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich packe mal ein bisschen Minecraft auf, weil, aus, weil momentan ist wieder ein bisschen mehr Minecraft bei mir am Spielen. Ich habe ja gesagt, ich hätte eine Singleplayer-Welt für mich mal vor einiger Zeit gestartet Die werden wir uns auch mal angucken. Und ich habe auch an der Map weitergearbeitet, wo ich mal den Rundgang gemacht habe, wo ich das Schloss am Bauen bin. Es hat sich echt doch ein bisschen was getan. Aber erstmal gehen wir hier dahin. Auf meine Singleplayer-Welt, die ich gestartet habe, wo das Never-Update raus war. Oh ja, jetzt war ich, wo ich war. Okay, 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 ja. Ähm, ihr seht hier, das ist mein Dorf. So, wir gehen aber mal. Äh, äh, so, die benutze ich normalerweise eigentlich nicht, aber wir müssen mal ein bisschen leiser machen, das ist viel zu laut. Jetzt bei den Dorfbewohnern. Wir gehen mal hier auf 15. Das sollte reichen. Ja, ist ein bisschen leiser. Wie ihr seht, äh, ja. <laughs> Irgendwie ist hier bei mir die Dorfbewohnerrate explodiert. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich das Dorf erweitert habe. Das ist das ursprüngliche Dorf, was ich gebaut habe. Ich habe aber hier drunter noch mal eins gebaut. <laughs> Wie man hört, sie sind hier auch fleißig am Arbeiten. Ja. Ich suche jetzt nicht die, die ich schon ein bisschen höher gemacht habe. Man sieht hier, es sind zwar ein paar Meister noch dazwischen. So, und da oben läuft ein Golem rum. Aber ja, ich gehe erstmal raus, wie ihr seht. Äh, ja. <laughs> riesiges Terraforming. Sehr riesiges Terraforming. Das soll alles hier weg. Dann soll das hier so ein bisschen... Ja, ich will so eine Art Wanne machen. Da habe ich schon angefangen. Das habe ich alles terraformt. Das soll einmal rundherum gehen. Aber ich wollte eigentlich hier von hier. Hier ist übrigens meine Baumfarm. Da soll ein Steinbruch hin. Ähm, ja. Gehen wir von hier aus rein. Die Brücke. So, das ist die Brücke zu meiner Festung sozusagen. Die ich habe eigentlich angefangen mit einem. Ja, hier war mal, wie soll ich sagen. Äh, ich hatte eigentlich, hier war so eine Art Krater. Ich hatte vorgehabt, den eigentlich zu nutzen, aber dann ist es, wie man sieht, etwas ausgehufert. Ja, die Mauer ist nur erstmal so. Die ist noch nicht fertig. Ich baue die erst fertig, wenn. Ja, sie bescheuert aus. Deswegen. Die baue ich erst fertig, wenn ich außenrum alles geschafft habe. Aber wie man sieht, hier drin sieht es schon ein bisschen besser aus. Heimlicher, ja, man hört schon was. Hier ist zum Beispiel, ja, hier ist momentan mein Zwischenlager. Ich habe ein richtiges Lager, keine Sorge, ein gescheites Lager. Äh, das hier ist meine Schildkrötenfarm. Wie man sieht, überall kleine Wasserschildkröten, Meeresschildkröten. Da ist die Brutstation. Da ist, ähm, das verschließt sich nachts äh, mit einem Daylight-Sensor, der da oben ist. Das da wirklich nicht, doch, wenn sich doch mal hier, momentan sind die Monster bei aus. Weil ich mit den Dorfbewohnern am. Arbeiten war und ich erstmal alle dunklen Flecken da rausballern wollte nach der, und die Fackeln rausmachen wollte, habe ich sie so lange mal ausgemacht. Ich wollte nichts riskieren. Äh, ja, das geht dann automatisch zu. Ähm, hier will ich noch ein bisschen was bauen. So, ähm, wo gehen wir zuerst hin? Wir gehen erstmal hier lang. Da ist der neue Pferdestall. Ich hatte die erste, man hat es eben gerade hier, das ist der neue Pferdestall, den habe ich auch erst gebaut. Der ist noch gar nicht so alt. Ja, man sieht, hier fehlt noch ein bisschen was. Hier hinten sollen noch die Sattelkammern hin, da und da hinten. Weil hier sind wirklich nur Boxen und dann geht man von hier aus, kann man noch in den Untergrund dann später. Das habe ich so geplant. Äh, man sieht es hier. Also es ist wirklich noch nicht so ganz fertig. Hier hinten, naja, ah das ist Never Neverportal. Da gehen wir gleich noch nicht hin. Aber dann gehen wir zurück zum. Ja, sieht schon, man sieht. Wenn man das mal zu meiner betrachtet, zu meiner alten Map, wie das hier ausschaut, dann hat sich mein Baustil ganz schön, ja, wie soll ich sagen, geändert. Ich glaube, hier wollte ich noch was hinmachen. Hier habe ich vergessen, das zu bauen, noch was hinzumachen, oder? Ja, das war noch nicht fertig, glaube ich. Habe ich das echt nicht fertig gemacht? Irgendwas war da noch. Ich glaube, da habe ich nicht fertig gemacht. Oh, da fehlt auch ein Teil, sehe ich gerade. Okay. Ja, gut, das muss ich noch einmal machen. Ja, hier hatte ich die Karte für eine Weile gehabt, um zu sehen, wo was ist, wie es von oben ausschaut auf der Karte. So gehen wir erstmal. Wir gehen erstmal nach links. da ist die Schmelze. Hier geht es runter auch zum... Man hört Zum automatischen Lager. Aber da gehen wir auch noch nicht runter. Da kommen wir auch noch hin. Der Weg führt hier im Endeffekt runter. Da will ich aber jetzt noch nicht hingehen. Da gehen wir gleich hin. Jetzt wird es dunkel, ist mir jetzt egal. Hier ist sozusagen meine Holzwerkstatt. Also mein, ja, ich habe hier halt hier das Holzlager gemacht. Das ist ja separat, weil so viel Holz habe ich nie. Man sieht es jetzt, Achtung, hier, ja gut, hier ist mal, Schwarzeisch ist gerade mal voll. Aber ansonsten, ja, pff, lohnt sich nicht dafür, Eisen zu verschwenden. Ich habe das für andere Ressourcen gemacht, die, finde ich, wichtiger sind. So, da hier oben ist mein... Bienenhaus, wie man sieht. Sind auch fleißig. Ich habe äh, auf meiner anderen Welt habe ich getestet, im Kreativ, dass die automatisch sich abfahren. Aber irgendwie, ich glaube bei dem war das mit den Flaschen, da spinnt das ein bisschen rum immer an manchen. Vielleicht weil sie so angeordnet sind. Ich habe jetzt keinen Bock die um wieder wegzumachen. So, ähm, ja hier wie gesagt war das Dorf. Ich habe glaube ich das Gefühl, ich habe nicht mehr noch genug Betten für die. Ich muss mir da mal was überlegen, wie ich das mache, ob ich die teilweise runter verschaffe, weil wenn hier ein Blitz einschlägt oder sowas oder ein Monster spawnt, dann ist die hier ruckzuck tot. Denk mal, ich werde ein paar von denen mal nach unten boxieren und hier nur einen Teil oben lassen, der gerade mal für die Betten reicht. Oder irgendwo noch separat Betten reinbauen. Äh, eine Eisenfarm habe ich hier nicht rausgebaut, da habe ich keinen Bock drauf gehabt, sage ich ganz ehrlich, weil äh, ja, ich habe aus Neverite Mittlerweile, ich habe genug gefarmt. Hier ist die Schafkoppel, die ist ja, halb fertig. Da will ich noch ein bisschen was bauen. Da kommt ein Stall hin. Noch ein größerer soll dahin. Das ist die Windmühle. Oh, das hat Spaß gemacht, die zu bauen. Ja, hier muss ich noch eine, was bauen, wo man hochkommt. Hier ist der vorläufige Stall eigentlich von den Schafen gewesen, aber der ist zu klein für die Koppel. Mache ich hier noch an die Mauer. Hier mache ich noch so einen kleinen. So in L-Form oder so, sowas in der Art mache ich noch einen kleinen Stall hin. So das, da haben wir die Hühnerfarm. Man hört hier ist auch eine Lore unterwegs. Äh, das soll der Magierturm werden. Also mein, Ent ja, man sieht hier schon oben der Zaubertisch. Der steht von, von Anfang an, nachdem ich das da unten, damit habe ich angefangen hier. Äh, danach habe ich den hier gebaut und seitdem steht der so halb fertig nur rum. Irgendwie habe ich mich nie durchgerungen, den fertig zu machen. Irgendwie kam irgendwas anderes dazwischen. Ja, Materialien habe ich genug, daran hapert es nicht. So, hier ist der Kuh- und Schweinestall. Ja, viel ist da nicht. Dann haben wir hier, das war der erste Stall. Hier sind jetzt mittlerweile nur noch die äh, Händlerlamas drin, denn ich habe nur Händlerlamas geklaut. Die normalen Lamas habe ich mir noch nicht geholt. Skelettpferde habe ich auch einmal Glück gehabt. Direkt vor der Haustür Skelette ge reiter gespawnt. Yay, nimmt man doch gerne so. Das ist dann... Es soll so ein bisschen mittelalterlich angelehnt sein. Ein bisschen. Ähm, ja, hier ist die Schmiede. Ich habe hier auch, glaube ich schon... Ja, hier sind, glaube ich, nur die Rüst ja, Waffen und Rüstungen drin. Ich habe echt fleißig. Ich habe echt viel entschantet, weil ich habe einen Skelettspawner hier drunter gefunden. Da habe ich echt viel Glück gehabt. Ja, da geht's eigentlich zur Mine runter. Da gehen wir auch noch nicht hin. So, äh, gehen wir erstmal hier rein. Ja, das Wirtshaus sozusagen auch noch nicht fertig. Ich muss hier noch mal ein stellen. Momentan sind hier halt die Katzen und Hunde noch drin. Die kriegen auch noch ein eigenes Zuhause. Das ist die Karte, wie man von oben, wie man sieht. Es ist echt noch viel zu tun. Ja, ein Kaminchen. Äh, ja, was habe ich hier? Hier ist ähm, ja. Hier sind normalerweise die Nahrungsmittel, die ich so benutze, beziehungsweise hier ist halt mein Brauzimmer. Hab hier Habe ich was gebraut? Eine Direktheilung für die Dorfbewohner habe ich es gemacht. Schwäche, ja, für die Dorfbewohner. Äh, was haben wir noch? Äh, wo, da kommen die Eier an. Da muss ich auch noch was machen, dass es ein Verteilersystem kommt. Hier habe ich, denke ich mal, mache ich irgendwann noch die Papageien rein. Habe ich auch welche gekriegt. So, genau hier geht es halt zum Turm hoch. Hier sieht man noch äh, ja, die große Baustelle unterhalb vom Turm. Hier soll so ein bisschen Festungsräume ähm, rein. Man kann es ja von der Festung, dass so ein bisschen abgetrennt ist. da die, die etwas wohlhabenden Bürger, ja, die stellen da oben die Bürger in ihrer eingegrenzten Bereich äh, und Markt und Mäßiges. Und hier will ich halt so den Festungsbereich reinmachen, so den. So, äh, dann habe ich hier, damit ich, weil ich irgendwann mal gedacht habe, weißt du, was leckt mich da mal? Ich habe keinen Bock, jetzt mal zu rennen. Hier habe ich den Aufzug, der geht bis oben hin. Mehrere Etagen. Äh, hier drunter ist ein Pilzraum. Den werde ich aber auch, glaube ich, nochmal umbauen. Der ist auch noch nicht fertig. Äh, ja, man sieht schon das andere. Ja, hier geht es dann zum Never Portal Auch noch nicht fertig. Ich denke mal, ich werde das hier lassen. Ich wollte das erst umsetzen, aber nee, ich lasse das hier, werde das noch ein bisschen umbauen. Und fertig. Oder ich setze es da drüben. Kann, oder setze, soll ich das hier hinten irgendwo hinsetzen? Ah, muss ich noch überlegen. So, ja, da müssen wir nicht hochgehen. Den Turm mal mehr von außen. Da ist wirklich noch nicht viel. Äh, was haben wir noch? Wo können wir da noch hingehen? Ah, ja, genau. Da ist das Zimmer, wo ich im Endeffekt die ganze Zeit immer geschlafen habe. Meine ganzen Papageien. Ich weiß nicht, warum der eine Papagei hier nicht mehr drauf hockt. Ich hatte einen auf dem Bett sitzen gehabt. Ja. Man sieht, ich war schon fleißig, war auch schon im End, habe auch schon den Drachen, Drachen besiegt. Der kommt dann sozusagen, das Drachen kommt in die Burg rein. Äh, habe ich hier irgendwas? Ah, ne, doch, ist richtig so. Ja, ähm, dann gehen wir mal jetzt dahin, wo ich gesagt habe. Zur, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen? Gehen wir hier mal runter zum Lager. Äh, man sieht, ich war fleißig. Das habe ich auf dem sartoffelserver server übrigens auch gemacht. Diese gleichen Spaß. Da ist die Mechanik von den schildkröten. gehege oder schützt. Ich habe das Gleiche gemacht wie im zartoffel server Wie gesagt, ich habe mich nach unten gebuddelt. Ich habe angefangen, unterm Haus auszuhöhlen. Hier habe ich schon, wie man sieht, einiges gemacht. Das ist das komplette Lager. Es ist nicht alles dabei. Es fehlt noch einiges, ich glaube, also hauptsächlich nur Stein, also Material. Ja, Steine hier, verschiedene Steinsorten, die ich noch machen muss. Das werde ich noch machen hier: Treppen und sowas, die ganzen Baumaterialien halt, ja, hier Pflanzen, sowas, ja, diese Potsäul, die ich mir eingetauscht habe bei Händlern, bei Fahrenden. Ja, hier ist im Endeffekt nur das Grobste, ist erstmal hier, man sieht es hier, da. Essen und so und den ganzen Schrott halt hier ja, eine Kelpfarm müsste ich auch noch mal machen. Das ist eine geile Idee, da habe ich noch nicht so viel davon getrocknetes Seetang. Müsste ich auch mal machen. Ja, ansonsten das ist es nicht viel. Also ist noch, es wird noch erweitert. Ich will es noch nach unten hin erweitern. Da kommt noch eine Treppe nach unten hin und dann wird das unten noch weiter gebaut. So, ähm, ja, Loren-System ist, wir nehmen mal die Abkürzung hier. Ja, <laughs> man sieht es, ein großes Lohnsystem. Ich hatte mehrere Loren gleichzeitig fahren, aber das hat auf einmal irgendwann immer rumgebackt und es standen die in irgendeiner Ecke rum. Und jetzt habe ich die so gemacht, dass immer eine Lore halt irgendwo steht. An, ir an einem Ladepunkt sozusagen. Hier ist bei den Bienen zum Beispiel, hier steht eine. Und ja, dann da drüben noch bei einem Wartepunkt... Äh, da fehlt eine Lore. Ist sie noch unterwegs? Oh, man hört sie ja. Und hier drüben bei dem Wartepunkt. Jetzt sieht man. Eine Lore kommt an, die andere wird weggeschickt. Ich wollte sie eigentlich alle gleichzeitig fahren lassen, aber hat irgendwann rumgebackt. Das ist aber auch gerade ein bisschen laggy, habe ich das Gefühl. Das ist bestimmt wegen den ganzen Dorfbewohnern. Muss ich mal gucken, was ich mit denen mache. Ja. So, und dann gucken wir mal hier drunter. Äh, ja. Da ist die Monsterfarm. Die ist hier. Aber da brauchen wir gar nicht großartig. Eine Monsterfarm ist nicht schwer gemacht. Hier ist äh, die unterirdische Farm für äh, ja, Getreide und Kartoffeln und sowas. Das habe ich eigentlich das hab ich noch gar nicht fertig gemacht. Ich habe mich da nur mit, äh, ja, mit den Gerüsten hochgebaut gehabt. Jetzt baue ich da erstmal. Ich werde da irgendwann jetzt eine Treppe bauen, sobald ich hier fertig bin. Da ist schon die Loreneinheit, die zum Lager fahren soll. Habe ich schon fertig gemacht, alles. Das muss noch alles im Endeffekt angeschlossen werden. Wege nach oben. Ja, ich denke mal, ich werde dann im nächsten Lager in Angriff nehmen. Das kommt da, Wo war das Lager? Äh, hier hier. Ja. Hier ist dann der Weg nochmal zum Hauptraum hoch. Ich habe ja gesagt, ich werde, habe mir gedacht, ich werde das alles unterirdisch verbinden. Durch die Katakomben, damit ich nicht immer hoch muss. Das ist Detail, den habe ich auch gebaut. Da habe ich auch beim Händler ganz schön viele Fische Eimer mit Fischen eingetauscht, wie man sieht. Oh, das hat mich Smaragde gekostet. Äh, deswegen habe ich gar nicht mehr so... Ich weiß gar nicht, wie viel Smaragde habe ich denn jetzt noch eigentlich? Äh, nee, Eimer habe ich viele. Genau, Eimer habe ich viele. Wo sind sie denn? Eimer, 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 Eimer. Hier waren die, ne? Ja, da. <laughs> ich habe sehr viele Eimer eingetauscht. <laughs> Ja, also, wenn ich Lava sammeln gehe, dann brauche ich echt lange. Also, da muss ich schon die Schalker-Kisten mittlerweile mitnehmen. Jo, äh, gut, was machen? Das war eigentlich so ziemlich das hier. Viel habe ich nicht mehr gebaut. Ich würde mich mal jetzt hier auch hinstellen. Mal wieder, äh, normal machen. Weil ich benutze die Cheats. Ungern hier, weil es ist, wie gesagt, meine Singleplayer-Welt. Hier möchte ich ohne Cheats arbeiten. Ich habe sie an für einen Notfall, wenn irgendwas am Rumback ist, aber momentan nein. So, äh, gehen wir zurück. In Zwischenzeit haben wir die Lore ein bisschen wieder einsortieren können. <laughs> da stehe ich oft genug AFK abends äh, nachts rum und lass sie laufen. Äh, wie ihr gesehen habt, das ist das äh, resource Pack, was ich übrigens drin habe. Dokukraft. So, äh, und einer of Time. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich mich hingestellt gehabt? Ach, bei der Bibliothek. Äh, ihr könnt euch wahrscheinlich noch ein bisschen erinnern. Das war hier und hier, wie weit ich hier gebaut habe. Ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, das Pferd habe ich. Ja, zwischenzeitlich habe ich das geändert in eine andere Farbe, wie man sieht. Ja, ist eine komplett andere Farbe jetzt weil ich habe jetzt komplett Stein gemacht wie ihr seht ihr habt schon da oben was gesehen da habe ich noch ein Pferd gebaut mittlerweile das ich irgendwo einbauen will so die Wand ist auch größer geworden wie man sieht ich habe hier ein bisschen geändert äh, dem letzten Mal ähm, hier sind die Ketten habe ich gemacht ich habe die die Stäbe nach oben getan weil ich dachte das sieht besser aus so äh, ihr seht schon da hinten ist ein bisschen dunkler geworden Sonst der Ballsaal, da hat sich ja, bei dem Ballsaal habe ich das gleiche gemacht. Bisschen verändert hier, bisschen umgebaut. So, dann gehen wir mal hier raus. Wie ihr seht, hier ist mittlerweile auch, ja, mehr Gänge dazu gekommen. Oh, dann gehen wir mal raus. Äh, ja, ich habe auch den Kometen abgebaut, denn ich warte jetzt darauf, dass das Update 1.17 kommt. Mit dem Höhlenupdate, denn... Ich will gucken, dass ich mit den Amethysten da was bauen werde und vielleicht auch mit den. Äh, ja, mit der Lava, das sah blöd aus, sag ich ganz ehrlich. Das sah bescheiden aus. Ich denke mal, mit den Amethysten werde ich was bauen. Und. Äh, welche Blöcke waren das nochmal? Die. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Aus dem, die man auch im Never meistens hat. Hier, die Magma Blöcke und so weiter. Also als, alles mit den Blöcken, mit den Leuchtblöcken und alles Mögliche werde ich bauen. Mal sehen, was da noch kommt. Ja, genau. Hier mit Schwarzstein auch, mit dem werde ich auf jeden Fall machen. Die zwei hier und hier Weinobsidian, alles was so ein bisschen, vielleicht auch ein antiker Schrott mit einbauen, alles was so ein bisschen, ja, meteoritenmäßig mehr ausschaut. Ja, hier, da habe ich mittlerweile auch Black Moons, äh, ja, Grab dahin gebaut. Da kommt dann später die der ganze Raum drumrum mit der Technik. So, äh, ja, ich habe da hinten auch schon angefangen, da ja Mac-Edit nicht mehr funktioniert, habe ich angefangen, da hinten alles wegzubomben, aber irgendwie wird das, ist das zu so anstrengend. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwas anderes drauf kriege, womit ich das dann wegmachen kann, weil es bringt mir nichts mehr, sage ich ganz ehrlich. Ich habe erst überlegt, das da reinzubauen, hier die Halle, die Veranstaltungshalle, aber da habe ich gesagt, nee, nee. Genauso wenig der ballsaal da, das bringt mir alles nichts mehr. Die zwei Gebäude kommen weg, die Gruft kommt, da hinten kommt weg, die mache ich komplett neu. Den werde ich noch lassen. Da kommen wir auch gleich hin. Da sieht man so ein bisschen, so ein bisschen was, äh, wo man, wo ich zuletzt dran gebaut habe, ein kleines Projekt, das ich, Ja, da kommen wir hin. Ähm, so, da habe ich angefangen, die Bibliothek zu bauen beziehungsweise schon mal den Grundriss gesteckt, die ist nämlich wichtig für die Bücher, die muss so weit raus, dass man hier, dass die Oberlichter an der Seite hier rausgucken. Das heißt, hier darf ich dann nicht mehr, hier ist dann ab dann Berg, maximal so, 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 so Buck, also so, so, ja, so Wehrgänge und sowas kommen hier noch hin und dann ist nur noch Mauer. Ja, da drüben kommt dann halt der, der Stall hin, der in den Geschichten vorkommt, der versteckte Stall, der kommt dann in die Richtung, dann kommt da drüben kommt der Wasserfall mit dem See hin. Da habe ich, wie gesagt, schon was geplant für, was ich da hinten schon angefangen habe. Und wie man sieht, äh, hier sind eine Menge Gänge mittlerweile von mir gebaut worden. Ich habe es erstmal grob so gebaut, denn das Schloss ist, äh, habe ich als richtiges Labyrinth halt ja beschrieben mit vielen gängen vielen räumen also wer sich nicht auskennt der verirrt sich gnadenlos da drin sozusagen ich hoffe dass ich es zum schluss hinkriege ich werde jetzt einfach nur im endeffekt gänge bauen ich habe jetzt da habe ich schon die nächsten angefangen ich werde dann hier noch die gänge nach da oben gehen werde ich dann noch einen gang bauen dann werde ich dann hier noch einen gang von äh, hier nach da unten zu denen bauen und nach unten und hier und da. Also es wird noch ein bisschen verwinkelt werden. Also selbst die Winkelgasse wird nicht mehr dann, können wir dann meine, <laughs> meinem Schloss hier unten drunter geben, den Namen Winkelgasse. Alles verwinkelt. So, und ja, äh, ja, genau. Ihr seht es schon. Ich habe den Turm gebaut. Der alte Turm da hinten habe ich schon weggesprengt. Der ist komplett weg. Ja, das ist der Turm. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein. Ich hoffe, dass es wirklich noch eine Möglichkeit gibt dass ich was finde, was ähnliche mac-edit ist, dass ich den Turm da abmachen kann und hier alles noch mal kopieren kann, weil es wird ja in der nächsten Version wird ja die Bauhöhe geändert und der Turm muss ja schon riesig sein. Ich überlege auch schon, ob ich die Bibliothek nicht noch weiter nach da vorne verschiebe. Ich denke mal, das werde ich wirklich machen aber da warte ich noch drauf, da muss ich gucken, ob ich nicht irgendwie was wie MacEdit kriege, weil alles andere finde ich so ein bisschen blöd gemacht. So uh, wie gesagt, der Turm ist hier, den habe ich schon gebaut. Dann gehen wir mal einfach rein. Ja hier, das ist schon alles hier wirklich verwinkelt. Also wenn man hier so mal guckt, das ist oh. <laughs> hier ein Gang, da ein Gang. Noch sind keine Räume dran. Wie gesagt, ich baue die Gänge erstmal und dann werden die Räume von mir nach und nach angefügt. So, ja, das ist hier sozusagen der untere Teil, die Turmbasis. Man sieht schon, es ist ein kompletter Unterschied zu meiner anderen Map, die Turmbasis. Die Bauweise hat sich komplett verändert, wie man sieht. So, ja, gut, hier ist noch... Ich werde auch noch hier die Steine und so ein bisschen angleichen. Da kommt noch... Felsen sowas rein, das ist alles final, das kommt alles dann später. Da werden dann noch an den Außenwänden, wenn da wirklich noch die äh, ja, Cobblestone und weiß was ich alles für Steine reinmachen, ja, dass das wirklich so ausschaut, dass wirklich teilweise im Felsen mit verbaut worden ist, dass nur halt die Lücken geschlossen worden sind mit den Ziegeln und so. so ja, man merkt jetzt schon, wenn der, wenn ich schaffe den Turm. Nach oben zu schieben, wenn die Baugrenze erhöht worden ist, dann ja, <laughs> dann wird's eine richtige Lauferei. So, das wird der Raum, wo später ähm, ja die Tore sind. Ich weiß gar nicht, habe ich hier. Aber mal, ich brauche hier gar nichts zu machen. Wir machen einfach mal ganz einfach. Wir nehmen mal hier weg. Ja, man sieht hier, ich habe schon hier einen Hohlraum gelassen in dem Turm, da hier die Mechanik rein soll für das Tor. Weil im Buch ist beschrieben, dass hier ein Tor ist, was diesen Raum versiegelt. Und nur wenn man äh, das Rätsel knackt, man in den höheren Teil des Turms kommt. Oh, ähm, so, und so sieht der Turm jetzt mittlerweile. Also es ist kein Vergleich zum alten Turm, sage ich ganz ehrlich. Es ist kein Vergleich mehr. Ich habe wieder hier aber zum Teil die Farben genommen. Hier, man sieht hier mit dem Teppich zumindest, bin ich da treu geblieben. Sonst die Räume sind halt größer. Ah, geräumiger halt hier noch Fenster kleine da habe ich mit ja wie man sieht äh, ja <laughs> habe ich mit denen gearbeitet da oben ne das ist kein Fenster aber ansonsten ja hier mit Fenster da mit Fenstern, einen großen im Buch werden die Fenster eigentlich sind die verschlossen mit Steintoren das kann ich hier schlecht machen das kriege ich nicht hin von der Technik her, ja, das ist da, ist Minecraft noch nicht so. Ich könnte mit Command Blocks arbeiten, könnte aber was das für eine Arbeit wird. nee, danke, habe ich keinen Bock drauf. So, äh, ja, hier ist sozusagen das Rüstzimmer, das kommt auch in den Geschichten vor. Ich habe äh, hier die Rüstung überall. Ich habe jetzt von jedem allen Rüstung reingemacht. Hier boah. noch hier hinten so eine kleine Weltkugel hier hingestellt, den schönen Kartentisch sieht halt cool aus mit dieser Weltkugel der echten. Ah nee, das ist das sieht nur so aus. Ich finde ich finde das Dinge cool. Ja. Ja, genau hier. Warte mal habe ich nee, hier habe ich nee, hier genau habe ich gar nicht gezeigt. Da habe ich gar nicht gezeigt, Wandschränke habe ich hier neben reingebaut. mache ich die Türen auf hier Wandschränke. Äh, ja, auch pink, weil in dem Schloss wohnen schließlich äh, wohnen schließlich noch ähm, nicht, also hier im Turm lebt nicht nur Scheilen halt selber. Also den, der sozusagen mein Lieblingscharakter. Hier, hier versteckt das Lager noch. Ein kleiner versteckt nicht. Hier noch so Wandschränke habe ich hier auch noch hingebaut. Äh, hier geht es raus auf die untere Terrasse. Auf den unteren Balkon. Ähm, wie gesagt, äh, Scheilen wohnt halt nicht alleine hier im Turm. Ähm, vor seiner Verwandlung... Und vor, ich sag's mal so, in dem Buch kommen zwei Donnerwellen vor. Vor der zweiten Donnerwelle wohnt er eigentlich hier drin mit Adeline, mit äh, Calypso und Cassandra. Die können sich, bevor er, naja, bevor Schallen Adeline, also bevor er seine Fähigkeit noch nicht ganz hat, äh, kann Adeline sich nicht so wie er halt in Menschen verwandeln. Das können sie später auch. Äh, Calypso und Kassandra, auch die anderen Stuten, die zu ihm kommen werden, zu ihm stoßen werden, die können das dann später auch sich halt in Menschengestalt äh, verwandeln. Ähm, ja, hier weiß ich noch nicht in dem Raum. Das können einige der anderen, zum Beispiel die Ein und die können das auch. Damit sie halt die ein, und, ein und Pegasus und Blublub die Magischen Wesen besser beschützen können. So, da wie gesagt, hier weiß ich noch nicht, was ich rein mache. Ich habe hier schon mal zumindest Lampen reingemacht. Ich denke mal, das wird ein großer Raum. Normalerweise, normalerweise wäre hier halt äh, noch, naja, ich weiß gar nicht, habe ich in dem Buch eine zweite, eine dritte Etage reingemacht? Also sprich hier noch eine Etage. Ja, doch, es sind ganz viele, es sind ziemlich viele Räume. Eine Werkstatt und sowas könnte ich hier noch reinmachen. Also so eine Art kleine Schmiede und sowas könnte ich hier noch reinmachen. Das unten war ja nur das Rüstungszimmer. Äh. Hier im oberen Bereich wäre normalerweise, ja, das müsste auch größer sein, normal. Aber Minecraft lässt halt in der Hinsicht nicht ganz so viele Möglichkeiten. Also müssen wir es halt so machen. Hier wäre normalerweise das Teleskop, das würde hier stehen auf einer Schiene und würde dann hier halt ein Tor, was sich öffnet, rausfahren hier hin. Und dann könnte man über die Mechanik wäre hier halt eine Schiene und das ganze obere Turmdach würde sich halt drehen. Deswegen ist auch diese Plattform hier auf dem Turmdach drauf. Ja, also wie man sieht, ich habe hier noch eine ganze Menge zu tun. Das ist noch nicht mal... Also es ist vielleicht ein Fünftel, was ich jetzt gebaut habe von der Insel. Ich habe auch schon überlegt, es ist zu klein. Ich muss das Ganze hier nochmal ausheben. Komplett ausheben. Also man sieht hier, es ist viel zu klein. Ich muss das, die Insel, die die Feuerberge, die halt das Schloss umhüllen und den, das Talwasser da drin sind, da brauche ich viel mehr Platz. Also ich kann mal so sagen, mindestens bis dahin, wo jetzt das auf, wo, ja, da wo jetzt gerade der äh, der Punkt ist, muss ich noch mal ausweiten. Wird die Insel ausgeweitet? Aber ich denke mal, da werde ich doch lieber Mac-Edit, irgendein Programm nutzen, weil das per Hand, oh, das wird viel zu viel Arbeit. Ich werde da Berge vorbereiten und werde dann halt Teilstücke dann da reinmachen. Aber ich werde es einfach per Pinsel reinarbeiten. Mal schauen, was passiert. Äh, so. Ja. Keiner warum das jetzt schon wieder so leckt. Ich glaube, das hat mit dem Aufnahmeprogramm zu tun. Könnte das möglich sein? Das war nämlich das letzte Mal, bei der letzten Folge, wie ich das Update aufgenommen habe, genauso. Ja. Wie ihr seht, ich habe hier äh, ja so eine Art eis gebaut. Äh, das soll sich eigentlich ja vielleicht einige wissen. Ich bin so ein kleiner Disney-Fan und äh, einer meiner, naja, ist eigentlich mittlerweile mein Lieblings-Disney-Film äh, ist Frozen. Danach kommt dann halt äh, Rapunzel, Merida. Äh, also, wenn man jetzt die Prinzessin-Reihe runtergeht. Naja, Prinzessin. Äh, wie soll ich sagen? Äh, Elsa und Anna sind keine Prinzessin. Äh, ja, die sind beides Königin. Zumindest auf jeden Fall Anna auch, nachdem sie so jetzt Arendelle nach dem zweiten Film. Ich hoffe, dass da echt ein dritter Film noch kommt. Ich will mal wissen, wie es weitergeht. Ob es weitergeht. Oh, ich sehe gerade. Das finde ich nicht toll. Das finde ich jetzt nicht toll. Ach, was mache ich denn hier für einen Schwachsinn? Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. So, besser. Äh, ja, das soll halt den Wassernock darstellen. Und den will ich mir halt so ein bisschen auf die Insel stellen. Was mich halt stört, ist bei Minecraft. Äh, ja, man sieht es hier. Eis, Glas. Es gibt. Deswegen musste ich hier auf äh, Quarz zurückgreifen, weil es eigentlich das hellste ist. Äh, muss ich halt hier drauf zurückgreifen und so ein bisschen halt das in Anführungszeichen Eis bisschen dadurch, da, ja. Ja, es ist, ist halt, äh, ich sag's ganz ehrlich, es fehlt halt mein äh, Mojang, hallo, äh, Glas, Stufen, halbe Stufen, Eis, Stufen, halbe Stufen wäre geil. Könnte man jetzt langsam auch mal kommen, vor allem bei Glas, wenn man überlegt, wie lange es Glas schon in Minecraft gibt in der Blockform. Es, und es wünschen sich genug. Ähm, hier habe ich übrigens teilweise mit äh, Barriereblöcken gearbeitet, wie man sieht. Da, dass das Wasser auch wirklich nur zu einer Seite fließt oder sich hier zum Beispiel hier, dass der Schweif so ein bisschen aufgestellt ist, sonst wird das Wasser einfach nur so runterfließen und das wäre, naja, würde das scheiße ausschauen. Ich weiß gar nicht, kann ich da jetzt eigentlich die wegmachen, ohne dass ich das. Oh, das würde... Das geht. Das geht tatsächlich jetzt. Oh, cool. Ja, dann kann ich die wegmachen. Kann man hier durch. Cool. Ja, äh, die kann ich nicht wegmachen. Dann würde sofort... Oder? Geht das jetzt? Es oh, geht. Es geht. Es geht. Es geht. Also kann ich den jetzt auch wegmachen. Super. Die da kann ich nicht wegmachen. Ja doch, die hier kann ich wegmachen zumindest. Die kann ich wegmachen. Man sieht sie nicht, aber trotzdem. Ähm, ja, die muss ich leider lassen, weil sonst wird das Wasser hier gnadenlos rechts runterfließen und es soll die Mähne in Wasserform soll halt nur in einer Richtung fließen. Also, wie gesagt, ja, gut, da unten habe ich nicht mit äh, Quarz gearbeitet, weil ja hier die Beine verschiedenfarbig sind. Hier ist Endstein und hier habe ich auch nicht. Hier habe ich Packeis genommen und hier habe ich Blaueis genommen. Hab ich da was gehört? Ja, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also ich würde mich schon freuen, wenn Minecraft mal endlich mal halb, also Glasstufen und halbe Glasblöcke bringen würde, genauso wie vom Eis. Das wäre richtig genial. Dann könnte man so viel bauen, vor allem ein Eispalast viel schöneren und wie man gesagt hier so dieses Pferd. Das hier ist übrigens das Originalpferd. Das habe ich aus Sandstein gebaut gehabt. Da habe ich mal ein Video. Ich könnte das ja mal drunter verlinken eigentlich. Das Video, wenn ich es noch finde. In meine, ich glaube, ich hatte es doch abgespeichert. Ja, wenn ich es noch finde. Oh, man sieht das hier. Guckt euch das mal an. Das sieht so geil aus. Dieser Schatten von dem Turm, der ist so riesig, und wenn da mal ein Berg drumum ist. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ob ich das überhaupt mal jemals schaffen werde. Ich werde jetzt die andere, zum Beispiel hier, äh, ja, das, die andere Welt, wo ich so, wo ich die, den Rundgang gemacht habe, die erste Welt, die werde ich jetzt erstmal sowieso brach liegen lassen. Weil da habe ich ehrlich gesagt, allein schon durch den Bug beim Rapunzel-Turm, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr, weil ich die Dinger ja nicht wegkriege. Auch wenn der Stall schön wäre, wenn der fertig werden würde. Ich würde ihn ehrlich gesagt, obwohl, nee, ich baue lieber einen komplett neuen. Könnte ich schon fast überlegen, wie ich den baue. Aber da müsste ich die Mauer schon mal anfangen zu ziehen. Hm. Und ich muss vor allem Tunnel hier bauen, die hier... Ich weiß gar nicht, oder? Doch, ich muss unterirdisch auch Tunnel zum Feuerberg, äh, zu hier zu den Feuerberge hinmachen. Fällt mir gerade ein. Ah, das muss ich gleich aufschreiben. Gut. Naja, wie man sieht, es, es hat sich doch wieder mal ein bisschen was getan. Ich habe doch wieder mal hier dran gearbeitet und es ist ja es ist schon dafür, dass ich das alleine mache, ist das schon eine ganz schöne Menge. Ich muss es ja alles verkabeln und da ich ja momentan nicht mehr auf MacEdit zurückgreifen kann oder auf ein anderes, kein anderes gutes Programm nennen sich kennen muss ich das alles per... Das habe ich... Also die Treppen hier, diese Gänge, das da, hier, da, 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 die ganzen Gänge, der Turm, alles per Hand. Alles. Zum Glück muss ich den ganzen Schrott nicht noch farmen. <laughs> naja, mal schauen, wie weit wir kommen. Mal schauen, wie weit es geht. Man sieht auch hier, ich habe den Thronsaal, habe ich auch neu verbunden, wie man sieht. Der ist jetzt hier auch an den Gängen hier dran. Also da kommt man nicht mehr rein. Äh, Gibt es hier irgendwo einen Gang, wo ich schneller rein kann? Ja, hier bei der Bibliothek. Man sieht es hier, wenn man hier hochgeht. Äh, ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Gang nehme. Ich glaube, ich werde mich hier auch ver. Ne, da war Hier war's. Genau. Ne, doch, hier, 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 nee, hier. Ne, hier geht es so Haha, <laughs> ich habe mich verirrt. Haha, <laughs> ich bin beim Turm. Oh mein muss selber mal gucken ähm, äh, ach nee das geht oh, ich hätte ja einfach nur durch, geradeaus durchgehen sollen hier geht's lang <laughs> ja hier sind die neuen Gänge zum Thronsaal <laughs> ja hier hat sich nicht viel verändert ja gut ich habe das mit den Ketten ich habe hier weil ich den ja gebaut habe vor dem Never Update diese Halle habe ich jetzt halt die Ketten hier bei den Lichtern auch ausgetauscht und habe auch gemerkt, dass man die Ketten auch an die Lampen direkt hängen kann. Das heißt, es geht nochmal hier runter, eine Verbindung, die richtig andockt an den Lampen. Das heißt, man kann hier so richtige Lichterketten machen mit den Lampen. Ja, sonst hat sich nichts getan. Sind hier wieder Fische? Stimmt, da habe ich recht. Ja, da ist schon wieder Fisch. Ey, das ist so nervig. Also ich finde es cool, dass Fische in Minecraft jetzt so in natürlichen Gewässern spawnen. Aber das ist doch kein natürliches Gewässer, Minecraft. Es springen hier die ganze Zeit die Fische rum. Klar, wenn ich hier leben würde, ich hätte immer was zu futtern. <laughs> wenn ich Survival so spielen würde. Aber da wäre es schwierig, weil das ist halt eine Ozeanwelt. Hier kann ich, hier finde ich nichts zum Abbauen. Nein, hier finde ich nichts zum Abbauen. jawohl ich könnte eigentlich wenn wenn das Update mal kommt wenn ich eine, 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 eine sowas wie Mac edit mal wieder finde und das Update da ist mit dem Höhlen könnte ich eigentlich eine Karte suchen wo ein großer Ozean ist und das dann da reinpacken dann bräuchte ich wenigstens den Ozean rumrum nicht mehr zu bauen und dann hätte ich auch eine Welt drumrum <laughs> naja schauen wir mal äh, Mal schauen, wie ich das alleine weiterkriege, wie weit ich baue. Also, ich habe jetzt wirklich die letzten zwei Tage nur hier an dem Verbindungsstück angebaut. Ja, gut, gestern habe ich noch ein bisschen gelevelt an Star Stable. Joa, das war im Endeffekt das Update von dem riesigen Turm, dem kleinen äh, Pferd aus Frozen, dem Nock. Ich liebe dieses Pferd, ich finde das so cool. Das ist das coolste Disney-Pferd mittlerweile, was es gibt, finde ich. Ja, und meiner anderen privaten Welt habe ich mal gezeigt, weil ich weiß nicht, wie viel ich noch darauf spiele. Ich hoffe, dass ich noch die Festung da fertig bauen kann. Wenn ihr Aber da brauche ich auch einen Mut, weil, wie gesagt, ich muss ja den ganzen Schrott farmen. Ja, äh und ausbuddeln natürlich. <laughs> ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der anderen Folge von irgendwas anderem wieder. Bis dann, ciao!